Die Hartz-IV-Empfänger Melanie und Stefan sind chronisch pleite. Auch wenn sich beide durch Fernsehdokumentationen wie diese, wie sie ihr Leben als Hartz-IV-Empfänger meistern, manchmal Geld dazu verdienen. Auch die geliehenen 20 Euro von Melanies Mutter sind aufgebraucht. Stefan knurrt der Magen. Also, bei dir wird die Fährte hüt. Ja, dann muss ich mal gucken, was wir noch haben, ne? Ich weiß nichts mehr, ob wir noch was haben. Ja, dann hält mal deinen. Ja, ich geh mal gucken, was wir noch haben. 10 Buchstaben und geh mal gucken. Was wir zum Fraß dann noch fressen können hier. Fraß. Das heißt, die Fährte. Ja, ich guck mal kurz. Also wir haben noch Instant-Nudeln da. Wisst ihr welche? Instant-Nudeln? Ja, Instant-Nudeln haben wir noch. Haben wir keine anderen Nudeln da? Nee, andere Nudeln haben wir auch keine mehr. Nur Suppe. Ja. Dann mach ich dir schnell die Suppe, ne? Ja, da mach die Instant, diese Nudelchen. Mitte des Monats haben wir ja schon gar kein Geld mehr, ne? Und dann gibt's dann halt auch mal Instant-Nudeln für 39 Cent oder so. Mache ich schon Nudeln gebraten mit Ei oder sowas. Oder Nudeln mit Ketchup hier, diese Fertignudeln für 69 Cent. Das alles drin, ne? Nudeln mit Tomatenketchup und Parmesan, fertig für 69 Cent. Mach nicht zu heiß. Bedeckt bitte. Nur, dass das leicht bedeckt ist. So. Hältst du das? Ja, egal. Das dauert ein paar Minuten immer. Ja. Jetzt noch, hast du noch ein bisschen was zu essen morgen? Das ist ein anderer Tag. Ja. Was isst du heute Abend? Brauch nichts zu essen. Ja, gut. Super. Wenn du nicht essen willst. Kein Hunger. Ja, ist klar. Ess mal deine Instant-Nudeln da. Dann muss man halt das mal essen, wenn man nichts hat. Ne? Wie immer wird jetzt Melanies Mutter angepumpt. Ja, hi, ich bin's. Und wie geht's? Ja, ich wollte gleich noch mal vorbeikommen, wegen 20 Euro mir leihen. Wie, schon wieder? Wir haben ja nichts mehr. Das hast du mir ja dann letztes Mal schon gegeben, die 20 Euro da. Ich habe kein schlechtes Gewissen, Geld zu nehmen von meiner Mutter, da sie ja Vollzeitjob und einen Minijob hat, ne, und sie halt spart und sie halt das gerne gibt, ne, jeden Monat. Ne. Das ist ja allerhand. Mhm. Ja, bis gleich, ciao. Tschö. Die ist schon wieder beleidigt, ey, warum auch immer. Ey. Hast du gesehen, die hat einfach eine Hand selber aufgelegt. Melanies Mutter arbeitet als Reinigungskraft und ist Geringverdienerin. Mit dem Lebenswandel ihrer Tochter ist sie alles andere als glücklich. Und wie soll das weitergehen? Immer 20 Euro leihen, immer 20 Euro leihen. Ja, ich weiß auch nicht. Ist nicht gerade immer gut, immer leihen, da kommen. Was soll ich machen? Für mich ist das sehr belastend, dass die immer Geld leihen muss, ne, und nicht mit ihrem Geld auskommt. Vorspeise. Ausnahmsweise gebe ich dir nochmal 20 Euro und das muss es aber dann sein, ne? Muss das reichen, okay, für diesen Monat? Ja, reicht auch. Ja? Bitteschön. Danke. Melanie könnte arbeiten gehen, die ist ja nicht krank sozusagen und ich finde, sie sollte arbeiten gehen, aber geht einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Tschö. Ja, bis dann. Mach's gut, ne? Ja, tschö. Tschö. Also das Geld von meiner Mutter, die ich dann immer leihe, kriegen wir ja 20 Euro. Und für eine Woche kommen wir dann 5 Tage halt aus.